ist ein Schachbrett und das ist aufgebaut wie eine echte Ritterburg. Faszination Schach, Kinderschachkanal, live on air, heute mit einem Spezialgeist, mit Frederik. Grüß dich, Frederik. Bist du ausgeschlafen? Ja. Gut, dann legen wir los. Wir machen heute was ganz Besonderes. Wir zeigen euch, wie man mit Dame und König Schachmatt setzt. Hm. Weil das höchste der Gebote beim Schach ist, dass wir Schachmatt setzen können. Wollen wir mal gucken, wie das geht. So, Weiß hat gute Aussichten, hat eine Dame mehr, aber wer weiß, wenn man nicht Matt setzen kann, ist trotzdem ein halber Punkt weg. Also machen wir mal, legen wir mal los. Hast du eine gute Idee im ersten Zug? Was sollen wir hier machen? Hm. Also, lege ich einfach mal los. Die Dame, ein Schach. Okay, dann kann der König hier zur Seite gehen. Und, wie geht's dann weiter? Nochmal Schach. Okay, dann geht der König wieder zur Seite. Genau, und dann geht der König wieder zur Seite. Sehr gut. Und dann geht der König wieder zur Seite. Genau. Das war ganz lieb von Frederik, jetzt extra gezeigt, weil so kommen wir nicht weiter. Ne? Das ist dann unentschieden. Deswegen haben wir uns überlegt, setzen wir mit der Dame immer so weit, dass der König keine Chance mehr hat. Das heißt, die Dame muss auf ein Feld gehen, wo der König am wenigsten Züge machen kann. Und da hatten wir gesagt, der Tiger wollte die Dame bis hier vorne hinstellen. Weil der König jetzt nur noch wohin kann? Siehst du das, wo der König noch hin kann? Der König kann noch... Weil die Dame ja auf ganz viele Felder schon schaut, kann der König nur noch auf welches Feld? Nur noch auf das. Genau, nur noch dieses Feld auf F7 ist frei. Alle anderen sind nicht frei. Das heißt, dann muss der König dahin. So, und jetzt ist es nämlich wieder so, wenn wir jetzt wieder mit der Dame nur Schach geben würden, dann wäre es so, würden wir keinen Fortschritt machen, dann kann der König sich immer frei bewegen. Das heißt... Das wäre wieder Remis. Das wäre wieder Remis. Also brauchen wir einen, der helfen kann. Wer kann denn hier helfen? Schach ist ja ein Mannschaftssport. Die müssen sich als Team unterstützen. Die Dame hat schon einen super Job gemacht. Der König hilft. Ab nach vorne. Sehr gut. So, der Schwarze bleibt hier unten. Genau, wir helfen weiter. Der König hilft abdrängen. So, weiter geht's. Attacke. Sehr gut. Sehr gut. Da darf ich jetzt nicht hin, weil die dürfen nicht nebeneinander. Könige reichen sich nicht die Hand, König an König geht nicht. Also müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Sehr gut. So, jetzt geht der König hier hin. Ja, das ist Patt. Das ist eine Besonderheit. Wenn der König nicht im Schach steht und keinen Zug mehr machen kann, weil der König kann jetzt nirgendwo hingehen, dann ist das Patt. Also dürfen wir den nicht machen, wir wollen ja nicht noch einen halben Punkt schenken, sondern müssen jetzt ein Feld finden mit der Dame, dass wir den König noch mehr absperren. Das heißt, der König darf nicht da hochkommen. Welches Feld wäre das? Wo muss die Dame hin? Überleg mal. Wie kann die Dame hier auf der 7. Reihe den absperren? Wo kann die Dame hin? Guck mal, die Dame kann hier hin. Dann passt sie hier auf diese Felder. Ups, ne, umschmeißen können wir nicht. Dann wäre, ja, jetzt kann der König nicht mehr hier hoch. Wo kann der König jetzt noch hin? Der hat nur noch ein Feld. Hm. Welches Feld ist noch frei für den König? Ja, dann machen wir das. Kommst du da dran oder soll Tiger helfen? Jawohl, sehr gut. So, und was macht der Weiße jetzt? Jetzt müssen wir wieder den König verbessern. Wo kann der König hin? Der weiße König? Wo geht der hin? Trau dich! Wo kann der weiße König hin? Auch nach vorne. Ja, die müssen sich gegenüberstehen. Jawohl, sehr gut. So, und jetzt geht der schwarze König, wo geht er jetzt hin? Jetzt kann er sich überlegen, ob er dahin geht oder dahin geht. Hoch geht nicht, weil Könige dürfen sich niemals in Gefahr begeben. Das haben wir in den letzten Lektionen schon gesehen. Sonst schaut euch die nochmal an, wo der König erklärt wird, der König darf sich nie in Schach begeben. Das ist das Allerwichtigste. König darf nie in Schach gehen. Also kann der König hier hingehen. So, und jetzt könnten wir Schachmatt setzen. Wo müsste denn die Dame hin, damit Schachmatt ist? Wer hat eine Idee? Der Frederik hat eine Idee. Dahin. Sehr gut, dann macht das mal. So, die Dame sagt dem König Schach
Und der König, Thron deckt. Der König deckt, genau. Der König darf nicht die Dame schlagen, weil der König aufpasst. Das heißt, der König darf sich nicht selber in Gefahr begeben. Das wäre Schachmatt. Sehr gut. In dieser Stellung gibt es noch ein zweites Matt. Wo könnte die Dame denn noch hingehen, wo sie dem König Schach sagt und der König könnte nicht mehr entfliehen? Siehst du noch ein zweites Feld? Wo ist das? Wo könnte die Dame noch hinziehen? Guck mal, die Dame könnte runterziehen. Zieh mal die Dame runter. Hier? Genau. Dann sagt die Dame dem König Schach und passt hier auf die Felder auf. Und der König deckt hier die Felder ab. Das wäre Schachmatt. So, nochmal abklatschen. Sauber, Schachmatt. So, für alle nochmal. Erst ziehen wir die Dame so weit wie möglich nach vorne, dass der König wenig Felder hat. Dann kommt der König nach. Der König kann sich hier unten frei bewegen. König kommt nach. Müsste wieder den König nachziehen. König kommt nach. Wenn die sich so gegenüberstehen, dann kann die Dame hier runterfahren. Der König kann nicht mehr nach oben entfleuchen. Der muss runtergehen. Dann kommt der König hier nach. Und egal, wo der König jetzt hingeht, hier wäre Schachmatt. Hier gibt es sogar ganz viele Matts. Ich sehe 5 Matts. Kannst du die auch sehen? Wo kann die Dame überall Schach sagen und den König Schachmatt setzen? Einmal runterziehen. Sehr gut. Ja. Die Dame sagt dem König Schach, der König kann nicht hoch, weil der König alles hier oben blockt. Wo kann der König noch hin? Wo kann die Dame noch hin? Entschuldigung. Genau, das ist auch Schachmatt. Passt auch auf. Und gibt es da unten noch ein Feld, wo die Dame noch hin kann? Jawohl, sehr gut. Also, das ist Schachmatt, das ist Schachmatt und das ist Schachmatt. Und das, dann gibt es noch 2 andere Matts. Das ist so ähnlich, wie das du mir vorhin schon gezeigt hast. Wo ist das andere Matt noch? Wo ist noch ein Matt? Wo wird die Dame vom König gedeckt? Und die Dame greift den König an? Sehr gut. Da ist auch Schachmatt. Die Dame greift den König an. Der König passt auf. Und noch ein fünftes Matt. Mhm. Wo ist noch die Dame? Wo kann die noch hinziehen? Und ist auch vom König gedeckt? So ähnlich wie das vorhin? Ein weiter. Wo waren wir gerade? Wir waren gerade da. Ja, dann, ja, da können wir auch noch hin. Ne? Da sagt auch die Dame Schachmatt. Schachmatt. Okay, dann klatschen wir mal ab. Sauber. Das war das Matt König und Dame gegen König. Das müsst ihr drauf haben. Das wird auch auf höchster Ebene immer wieder abgefragt, gerade auch mit Zeitnot. Und dann müsst ihr das richtig schnell drauf haben. Das schafft ihr. Und dann könnt ihr eure Eltern schlagen und euch steht die Welt offen. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Denkt daran, abonniert den Kanal. Verpasst ihr keine Serie fürs nächste Mal. Und wir freuen uns, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein.